Milliardenprojekt, erste Baufortschritte bei neuer Linie U5. Flüchtlingsgipfel, Bund unterstützt Länder mit 1 Milliarde Euro. Verfolgerduell, der FC St. Pauli empfängt Fortuna Düsseldorf. Die neue U-Bahn-Linie 5 steht immer wieder in der Kritik. Dennoch hält die Stadt weiter an dem Milliardenprojekt fest. Erste Fortschritte konnten jetzt auf der Baustelle besichtigt werden. Völlig überwuchert wartet er seit rund 50 Jahren auf seinen Einsatz. Ein zusätzlicher Bahnsteig an der U1-Haltestelle Sengelmannstraße. Bereits in den 70ern war er für eine mögliche Netzerweiterung mitgebaut, seitdem aber nicht genutzt worden. Das soll sich für die neue Linie U5 ändern, damit hier auf 2 Bahnsteigen ein Umstieg zwischen U1 und U5 möglich ist. Wir werden im weiteren Verlauf jetzt im Mai, Juni mit den großen Arbeiten beginnen. Das heißt, die Baugrube der Haltestelle City Nord wird hergestellt, die Gleise werden hier verlegt, das Hauptbaulos 2, der Tunnelvortrieb soll im Herbst vergeben werden. Und wir streben dann an, dass wir ab 2027 hier in diesem Abschnitt die ersten Aufnahmen des Probebetriebs mit Einbau des automatischen Systems dann starten wollen. Denn die U5 soll vollautomatisch funktionieren, wird also keine Fahrerin und keinen Fahrer mehr benötigen. Ein großer Vorteil gegenüber den herkömmlichen U-Bahnen. Die U5 kann in ganz anderen Takten verkehren. Wir haben einen 90-Sekunden-Takt, der in Spitzenzeiten möglich ist. Wir können die Zügel flexibel von allen möglichen Stellen einsetzen. Und insofern führt sie natürlich im Umkehrschluss dazu, dass wir ein doch deutlich flexibleres System haben. Und damit natürlich auch Ziele der Mobilitätswende unterstützen werden. Dennoch reißt die Kritik am Großprojekt nicht ab. Die Bauzeit sei zu lang, der stahl- und betonintensive Bau zu umweltschädlich und die Kosten zu hoch. Alleine für den ersten knapp 6 Kilometer langen Bauabschnitt in der City Nord sind die ursprünglich angedachten Kosten von 1,75 Milliarden Euro auf 2,86 Milliarden gestiegen. Wir haben die Ukraine-Krise, wir haben auch die Lieferschwierigkeiten, die noch aus der Pandemie herbeirühren. Wir haben es letztes Jahr bei der Ausschreibung Los 1 festgestellt, dass die Preise andere sind als die, die wir kalkuliert haben. Und wir haben dann entsprechende Prognosen gemacht und diese Prognosen führten letzten Endes dazu, dass wir 1 Milliarde Euro an Mehrkosten haben, die rein inflationsbedingt sind, nichts mit, schlechter Planung oder sonst wie zu tun haben. Anfang der 2030er Jahre soll der erste Bauabschnitt dann fertig sein. Bislang liegt man hier immerhin zeitlich im Plan. Beim gestrigen Flüchtlingsgipfel konnten die Länder einen ersten Erfolg vermelden. Der Bund sicherte zunächst eine einmalige Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde Euro zu. Die Flüchtlingskrise hält weiter an. Schon seit Monaten ist Hamburg an seinen Kapazitätsgrenzen angekommen. Aktuell sind rund 40.000, hauptsächlich aus der Ukraine kommende Menschen, in öffentlichen Einrichtungen untergebracht. Die Länder forderten mehr Geld vom Bund. Und das bekommen sie jetzt auch. Der Bund erhöht die Flüchtlingspauschale an die Länder für dieses Jahr 2023 um 1 Milliarde Euro. Bis Ende des Jahres erfolgt dann eine Verständigung über die weitere Beteiligung des Bundes, die aus Sicht der Länder der tatsächlichen Entwicklung der Kosten für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen entsprechen muss. Des Weiteren sollen die Verwaltungsverfahren weiter beschleunigt werden, etwa durch die Digitalisierung aller Ausländerbehörden. Zudem soll die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer erfolgen, um Asylverfahren zu beschleunigen. Der Bund hat darüber hinaus zugesichert, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass der Zugang der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen besser gesteuert und kontrolliert wird. Sie führt auch Gespräche mit wichtigen Herkunftsländern zur Rücknahme von Staatsangehörigen, wenn keine Asylgründe vorliegen. Für Hamburg von besonderer Bedeutung die Verteilung der Geflüchteten auf die jeweiligen Länder. Das bedeutet, dass die Verteilverfahren in diesem Sinne überprüft und so angepasst werden, dass es tatsächlich auch zu einer Verteilung kommt, die diesem Schlüssel entspricht. Der Königsteiner Schlüssel verteilt Geflüchtete auf die Bundesländer, abhängig von Einwohnerzahl und Steueraufkommen. Eine Arbeitsgruppe soll nun bis zur kommenden Ministerpräsidentenkonferenz am 15. Juni weitere Ergebnisse zur künftigen Finanzierung erarbeiten.
In Jenfeld wurde am Mittwochabend der Besitzer einer Pferdekoppel durch mehrere Stiche verletzt. Offenbar wollte er Jugendliche von seinem Gelände vertreiben. Mit Spürhunden suchte die Polizei am Mittwochabend in Jenfeld nach drei Jugendlichen, die zuvor den Besitzer einer Weide angegriffen haben sollen. Der 54-Jährige wollte am Abend offenbar einen Kontrollgang auf seinem Gelände absolvieren, als er auf drei scheinbar alkoholisierte Jugendliche traf. Als er sie zum Gehen aufforderte, eskalierte die Lage. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 54-Jährige durch ein Stichwerkzeug am Rücken verletzt. Nach der Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Ergebnis. Die Täter werden als jeweils 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß beschrieben. Einer von ihnen soll einen auffälligen orangenen Kapuzenpullover getragen haben. Tödlicher Arbeitsunfall bei Aurubis. Donnerstagnacht gegen 2 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Stickstoffaustritt mit drei bewusstlosen Personen beim Kupferproduzenten Aurubis gerufen worden. Zuvor hatte die firmeneigene Werksfeuerwehr drei Männer aus dem Gefahrenbereich retten und mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen können. Zwei der Männer, ein 24- und ein 53-Jähriger, wurden ins Krankenhaus transportiert, schweben aber nach wie vor in Lebensgefahr. Die dritte Person, ein 49-jähriger Mann, musste unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht werden, verstarb aber kurz darauf. Nach bisherigen Erkenntnissen arbeiteten die drei Männer an einer Stickstoffleitung. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dabei zu einem mutmaßlichen Stickstoffaustritt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Schon im Dezember 2022 wurden zwei Arbeiter bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. 50 Stunden Bahnstreik. Aufgrund eines bundesweiten Bahnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft wird der Fernverkehr der Deutschen Bahn für 2 Tage komplett eingestellt. Los geht der Streik am kommenden Sonntag 22 Uhr und dauert bis einschließlich Dienstag 24 Uhr. Der insgesamt dritte Streik der Tarifrunde soll den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. Das Ziel? Eine Gehaltserhöhung der unteren Lohngruppe auf 13 Euro Stundenlohn. Insgesamt werden rund 50 Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen von dem Streik betroffen sein. Die Köhlbrandbrücke wird am kommenden Freitag von 22 Uhr bis zum kommenden Montag 5 Uhr wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten vollständig gesperrt. Das gab die Hamburg Port Authority bekannt. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Westen sollen der Beschilderung an der U30 folgen. Fahrende in Richtung Osten können sich an der Beschilderung entlang der U40 orientieren. Verkehrsteilnehmende mit dem Ziel Containerterminal Toller Ort und Hafengebiet Ross werden gebeten, über die Nippoldstraße zu fahren. Die Saison in der zweiten Bundesliga befindet sich endgültig auf der Zielgeraden. Beim FC St. Pauli dürfen sie weiterhin vom Relegationsplatz träumen. Am 32. Spieltag geht es gegen die punktgleiche Fortuna aus Düsseldorf. Einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Nochmal alles mobilisieren für den Saisonendspurt. Der FC St. Pauli hat 3 Spieltage vor Schluss noch alle Chancen auf Platz 3. Ein richtungsweisendes Spiel am Sonnabend zu Hause gegen Düsseldorf. Es ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie tun muss in der zweiten Liga, um Spiele zu gewinnen. Es ist eine Mannschaft, da wo man auch merkt, ist einfach ein super Zusammenhalt auf dem Platz. Plus haben sie einen Trainer, der sich immer etwas auf den Trainer, auf die gegnerische Mannschaft einfallen lässt. Und deshalb wird das für uns eine große Herausforderung. Sowohl die Fortuna als auch die Kiezkicker stehen bei 53 Punkten und somit 4 hinter dem Relegationsplatz. Ein Unentschieden wäre daher für beide Mannschaften zu wenig. Unkontrollierte Offensive in den Schlussminuten soll es jedoch nicht geben. Auch wenn es soweit kommt und es in den letzten Minuten unentschieden steht, glaube ich nie, dass es die richtige Lösung im Fußball ist, einfach etwas dem Zufall zu überlassen, sondern auch in den letzten Minuten versuchen, eine klare Struktur zu haben. Du kannst dann natürlich auch eine andere Positionierung wählen, du kannst lange Bälle, zweite Bälle spielen, aber auch die kannst du kontrolliert angehen. Und ich bin da überzeugt, dass ich sage, dass es niemals im Fußball irgendwie erfolgreich sein wird, wenn du einfach unkontrolliert Fußball spielst und alles dem Zufall überlässt. Mit einem Sieg können die Braun-Weißen den Druck auf den HSV erhöhen. Die Rothosen sind nämlich erst am Sonntag im Einsatz. Dass sie sich beim Stadtrivalen das Verfolgerduell angucken, damit rechnen sie am Millerntor eher weniger. Ich weiß ja nicht, wie sehr
Hamburg das unter Druck setzt. Und ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt zweite Liga gucken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir schauen, dass wir uns weiterhin auf uns konzentrieren. St. Pauli oder Düsseldorf. Nur der Sieger bleibt oben dran. Am ausverkauften Millerntor heißt es am Sonnabend daher Sekt oder Selters. Es wird noch mal deutlich wärmer in den kommenden Tagen. Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. Schönstes Frühlingswetter steht an bei uns in der Hansestadt. Mit einer östlichen Strömung wird sehr milde Luft aus Ost- und Südosteuropa herangeführt. Zwischen Hochtina und Tiefandreas beschert uns die Wetterlage sonniges Wetter mit angenehmen, frühlingshaften, fast frühsommerlichen Temperaturen am morgigen Tag. Die Temperaturen jetzt in der Nacht zurückgehend auf Werte um 11 Grad. Es ist zum Teil sternklar, es sind noch ein paar Schleierwolken unterwegs, aber da schimmert der Halbmond noch prachtvoll hindurch. Allerdings erst eben, wenn man sehr, sehr lange wach bleibt, denn der Mondaufgang ist erst um 3.35 Uhr. Morgen dann ein sonniger Tag, nur noch wenige Schleierwolken, dazu Tagestemperaturen von 23 Grad. Das ist nur noch 2 Grad von der magischen Sommergrenze von 25 Grad entfernt. 13 Stunden Sonnenschein, trocken bleibt es bis zum Abend und selbst der Abend ist jetzt nicht richtig kalt. Abendliche Temperaturen bei 18, später dann bei 15 Grad. In der Nacht allerdings wird es dann doch sehr schnell wieder frisch, 8 Grad die tiefsten Werte. Es ist ein freundliches Wochenende, was uns bevorsteht. Am Samstag viel, viel Sonnenschein, 12 Stunden Sonne bei 21 Grad. Ähnlich freundlich ist der Sonntag, wobei nachmittags die Schleierwolken ein bisschen dichter werden. Am Montag erst freundlich, später Schauer und Gewitter. Noch ist es mild. Es bleibt auch relativ mild. Am Dienstag wird es nur allerdings ein bisschen feuchter. Erst Regen, am Nachmittag kommt dann die Sonne zurück. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.